Und weiter geht's bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben beim letzten Mal den Luftdungeon in Kumula betreten, beziehungsweise Kumula als Dungeon selbst. Und ja, wir haben uns schon bis zum Zwischenboss vorgekämpft. Aber ich sehe gerade, wir sind ziemlich low on health. Deswegen gönnen wir uns mal die Luxussuppe. Was für ein Luxus, ha. Okay. Ich hätte gern den Greifhaken. Und dann... Let's go! Oh je. Lassen wir uns da mal runter. Hoffentlich ist das eine gute Idee. Ich hätte vielleicht die Stiefel abziehen sollen, aber never mind. Luftdrachen! Echsen! Supergegner! Oh ja, das wird ein guter Kampf, das sehe ich schon. Hoppla. Na du? Willst du mir deinen tollen Schild zeigen? Ja, er will! Schade, ich dachte, man könnte ihn auf einmal töten, aber vielleicht wäre ich auch zu dumm dafür. Von wo kommt der Eiser? Oh Gott. Ah! Gib ihm! Zack, 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 zack! Schade. Okay. Alles klar. Und ciao! Und ich hab schon wieder, warum auch immer, die Eisenstiefel an. Ja, ja. War ja gar nicht mal so tragisch, oder? Er hat mir ja nicht mal Schaden gemacht, von dem her. Aber trotzdem haben wir uns damit unser letztes Dungeon-Item verdient. Einen Greifhaken. Und da wir schon einen haben, haben wir jetzt einen Doppelhaken. Oh, Baby, wie awesome ist das eigentlich? Damit werden wir sehr viel Spaß haben. Nicht nur hier, sondern auch allgemein in der Overworld. Wir können uns jetzt nämlich zum Beispiel... Oh. Lalalala. Winnie Pooh hat auch wieder Spaß im Hintergrund. Wie ging das nochmal? Ich glaube, wir müssen uns hier ranziehen. Komm au. Dann hier runter, bis der Winkel passt. Und dann... Oh. Und dann kommen wir da nämlich ran. Und dann können wir uns hier auch irgendwo hinziehen. Nee, okay. Ah, ah, oh. Da wäre gleich Moos gewesen. Ohne Moos nichts los hier.
Und mit unserem wunderbaren Item können wir uns hier auch ziemlich awesome hochkämpfen. Ach ja, das hat schon was. Das ist schon eine richtig geile Idee gewesen von den Entwicklern. Besonders, ich kann jetzt auch hier... Oh, da komme ich sogar ran. What the fuck? Okay, perfekt. Da habe ich ja beim letzten Mal ein bisschen gestruggelt, wie das geht. Mit einem normalen, also mit einem einfachen Greifhaken geht das natürlich nicht. Aber so ist das gar kein Problem. Und da fallen uns die Stäbe nach unten, deswegen Beeilung. Aber mit Anvisieren kein Problem, mach das mal ohne Anvisieren. Da wird das Ganze um einiges lustiger. Und hier bekommen wir wahrscheinlich genau den Kompass. Ich habe es mir nämlich gerade gedacht, ey, ich habe noch gar keinen Kompass. Und dann ist er da auf einmal, als hätte mich das Spiel erhört. Danke, Spiel. Supi. Aber wo komme ich jetzt eigentlich raus? Ah, hier auf der Unterseite. Kann ich diese Piranhas auch abtrennen? Ja, wunderbar. Und dann kann ich mich da... Ah ja. So rüberhechten. Da darf man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, dass wir uns nicht versehentlich ans Geländer hängen. Sonst werden wir ein bisschen angeknabbert. Da erstmal durch die Wand schießen, aber kein Problem für Link. Der macht sich schnell mal durchlässig. So, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter? Wir könnten da drüben weitergehen, aber... Ich meine, ich könnte auch auf die Karte schauen. Na klar, uns stehen ja eigentlich alle Türen offen. Ich meine, eigentlich stehen uns nicht alle Türen offen, weil wir Schlüssel benötigen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine mit dem Spruch. So, kein Problem darüber. Hier hat ja der Drache den Weg zerstört, aber da gibt es solche Flugpflanzen und mit denen, ja, ich höre sie doch schon, mit denen kommen wir da super gut rüber. Oh Gott, das sind auch Truhen, deswegen ist es auf jeden Fall keine schlechte Idee. Falsche Richtung, Link. Man sollte immer darauf achten, dass Link dahin sieht, wo man hin will, bevor man L zum Anvisieren drückt. Dann geht das alles auch ganz gut. So. Ich hoffe, ich baue jetzt hier auch keinen Müll. Ich bin mir selbst nicht mehr ganz sicher. Wir schauen einfach mal, ob das gut ist oder nicht. Ja, doch, das ist gut, denn wir kommen jetzt hier weiter. Yay! Muss ich mich noch irgendwo hinziehen oder bin ich hier safe? Ich denke schon. Okay. Dann darüber. Es gibt hier auf jeden Fall mehr als genug Greifhakenstellen. Ich war schon fast im Überlegen, Enterhaken zu sagen, aber es heißt ja Greifhaken in dem Spiel. In Wind Waker gibt es den Greifhaken und den Enterhaken und da hat das auch unterschiedliche Eigenschaften. Und in Ocarina of Time gibt es einen Greifhaken und einen Enterhaken, aber da ist der Greifhaken das gleiche wie der Enterhaken, nur halb so lang. Also die, sind sich da nicht so ganz sicher, was jetzt offiziell der Greifhaken ist, ne? Die drehen sich das halt von Spiel zu Spiel. Oh, Schleim, cool. War kein besonderer Schleim, so wie ich das sehe, von dem her. Lass ich den da mal austrocknen. Und gut, dass ich,
zu viel geredet habe und nicht mehr weiß, von wo ich komme. Aber ich glaube, ich war da drüben. Uff. Au. Link, wo sind wir hier? Oh, Piranha-Pflanzen. Das ist immer gut. Perfekt. Hier noch schnell den Kristall aktivieren. Muss ich mich da beeilen? Nee, ich denke nicht. Aber ich bin eh schon durch. Hm. Da oben. Ist hier an der Seite noch was? Nee, ich glaube nicht. Ich ziehe mich mal dahin. Hier sollten noch ein paar Truhen sein, sehe ich. Oh, das war schlecht. Alter, das war echt nett von dir. Das hätte auch ins Auge gehen können. Gut, dass ich nicht so nett bin. Der Sprung war auch ziemlich schier. Bombenkäfer. Yay! Zum Glück haben wir nicht unendlich Pfeile und Bomben. What? Ah, okay, gut. Ach ja, stimmt, das wird ja nicht angezeigt im Menü. Okay, alles gut. Ich dachte schon, dass das Erhalten von Pfeilen und Bomben den Glitch aufhebt. Aber nein. Alter. Ich habe ja beim letzten Mal ein bisschen geglitcht. Und hoffentlich mache ich mir damit auch später nichts kaputt. Aber ich fand das irgendwie lustig, euch zu zeigen. Ich hoffe, ihr fandet das auch lustig. Wo ist diese vermaledeite Truhe? Da drüben. Uff. Komme ich da denn hin? Von oben nicht. Von dem Geländer da vielleicht? Oh. Oh, nee, da braucht man nur von hier einen guten Sprung. Oh, perfekt. Ja, easy peasy. Nice. Und wieder zurück. Jawohl. Und dann hier, zweiter Bosskampf? Nee. Obwohl die Musik sich kurz verändert hat und man trifft hier einen alten Bekannten wieder. Aua. Aus dem ersten Dungeon. Aber mit dem Master Schwert und der Wirbelattacke kein Problem. Danke Spiel, dass ich hier nicht reagieren konnte. Das merke ich mir. Und du, viel Spaß. Wo die herkommt, gibt es noch jede Menge mehr, um nicht zu sagen unendlich mehr. Und was bringt mir das jetzt? Ach ja, gar nichts. Okay, ich hätte mich auch gleich hochziehen können. Alles klar, gut zu wissen. Ja, apropos hochziehen, wahrscheinlich da. Oh nein, ich höre eine Fledermaus. Da muss ich mich aber schon wieder beeilen, sehe ich gerade. Gibt's was zum Anvisieren? Nein? Okay, dann Link, beeil dich. Wohin? 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 Ah, da! Okay, gut. Das war ein bisschen knapp. Nee, da hole ich lieber den Bogen. Ich habe ja genug Pfeile. Lalalala, einer wird schon treffen irgendwann. Ja, oder anvisieren, das ist auch möglich, genau. Du darfst in den Tod gleiten, genau. Da waren die Augen wieder größer als der Kopf oder der Magen oder whatever. Ach, das ist ja auch eine. Oh, die habe ich. Ja, klar, weißt du, ich baller da mit 1000 km/h den Pfeil dagegen. Und die hat einfach so einen krassen Panzer als Kopf, dass der natürlich nicht durchgeht. Ist klar, ne? Kannst du mir nicht erzählen. Außerdem, wie kann die da eigentlich wachsen? Ich meine, ich weiß ja, dass Pflanzen durch die, wenn man praktisch auf Erde, ne? So die Erde zumacht mit, keine Ahnung, irgendwelchen Steinplatten, dann können da Pflanzen durchwachsen. Okay.
Alles klar, alles klar, nein, ohne Witz. Oh. Nochmal raus und rein. Ich laber schon wieder zu viel. Mehr spielen, weniger labern. Das wird kein Let's Play mehr, das wird ein Walkthrough. Ich werde ab jetzt... Aua. Professioneller Walkthrough. Ich sag einfach gar nichts mehr. Aber schlimm ist es dann, wenn man das Let's Play nennt. Und in Wirklichkeit redet man gar nicht. Gut, dass die so schnell nachgewachsen sind. Und wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte... Wie können die wachsen, wenn da gar keine Erde ist? Das würde ich vor meinem Tod doch noch gerne erfahren. Alter, das war knapp. Ja, auf einmal kann ich sie natürlich durchdringen. Ist klar, ne? Oh, das ist aber weit oben. Komme ich da so irgendwie dran? Kacke, Leute. Ja, er zückt den Bogen, obwohl das Viech genau vor ihm ist. Er könnte auch mit dem Schwert einfach rumfuchteln, aber nee. Also, Link, das müssen wir noch üben. Wir lassen uns ja aber auch gerade richtig verarschen, ne? Okay, jetzt will ich nicht mehr. Ich warte einfach, bis das Ding zu mir kommt. Ja, Pfeile, danke. Weil das Spiel denkt, ich brauche hier ganz viele davon. Aber ich habe ja zum Glück genug. Stimmt, mir fällt gerade auf, wir brauchen auch noch die Herzteile. Oh mein Gott. Die brauchen wir natürlich auch. Hallo? Das war aber voll ein Treffer. Ach, und jetzt komme ich wahrscheinlich... Ja, hoffentlich komme ich da jetzt ran. Ja, das geht, das geht, das geht. Wunderbar. Oh, hi. Zack. One shot. Geil. Aber ich habe jetzt die Truhe ausgelassen. Die würde ich aber doch eigentlich gerne mitnehmen. Nur wie komme ich da ran? Muss ich mich da vielleicht... Wait. Ja, okay. Die Dinger sind jetzt schon wieder da. Hoffentlich alle. Nee, wie komme ich an die Truhe? Wo war die denn? War die unter mir? Da muss ich rein. Oh, das verschafft einen guten Überblick. Ob das was damit zu tun hat? Ich hoffe es einfach mal. Oh, sorry, Link. Das ging in die Hose. Hä? Wait. Wie soll das denn gehen, Leute? Ich glaube, es ist auch einfacher hochzukommen, wie runter. Das kann nämlich auch sein. Oh, ich kann mich nirgendwo hinziehen. Ja, Link, dann würde ich sagen, ciao, Bruder. Also, du rettest dich noch irgendwo. Nein. Ha. Oh mein Gott, Leute. Das ist... Alter. Das ist jetzt natürlich peinlich. Nein, wartet. Zurück. So. Man kann sich da wirklich einfach
rüberhangeln. Wow. Ich meine, einfach ist leicht gesagt. Ich könnte es natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, wir sehen uns wieder oben. Oder wartet mal. Ich muss gar nicht cutten. Ha! Ich bin ein kluger Junge. Tja, das spare ich mir wieder, die Schnippelarbeit. Man muss halt nur was im Kopf haben. Ich meine, wenn ich was im Kopf gehabt hätte, hätte ich das von Anfang an nicht machen müssen. Naja, never mind. Neuer Raum, neues Glück, würde ich mal sagen. Ich verabschiede mich erstmal von euch, Kollegen. Und dann denke ich... Naja, da kommt mein Taxi. Nein, Taxi! Ja, genau, durch die Wand durch, Link. Mit dem Kopf durch die Wand. So heißt der Part, das sehe ich jetzt schon. Als nächstes möchte ich gerne zur Geisterseele. Darf ich da hin? Wer bringt mich da hin? Macht das einer von euch, Kollegen? Nein, wirklich jetzt. Kommt da noch einer? Ja. Da ist der Drache. Aber ich habe gerade Wichtigeres zu erledigen. Und zwar die Geisterseele hier. Ja, die freut sich schon. Die will von mir geholt werden. Genau wie der Fuffi hier. Uff. Komm her, Süße. Leg dich einfach nur schlafen. Ich glaube, eine weitere gibt es noch in dem Dungeon. Aber drei gibt es hier nicht. Soweit ich weiß. Ich kann mich natürlich auch irren. Komm, komm, komm. Noch hinne. So, oh. Wow. Gut, in dem Part fehle ich doch ein bisschen mehr als in dem vorherigen. Der vorherige war ein bisschen lustiger gestaltet. Mann, aber hier muss man auch immer warten, ne? Das ist doch auch irgendwie behindert. Hätte man das nicht anders lösen können. Also das gefällt mir dann doch nicht so sehr an dem Dungeon. Ist da unten eine Truhe? Ich glaube sogar fast nicht. Und wenn doch, dann sehe ich sie noch nicht. Oh, das ist nicht die richtige Richtung. Stop it. Okay, gut. Hier muss man sich nur auf die richtige Höhe hinablassen. Da bin ich als dummes kleines Kind auch nicht drauf gekommen. Bringt er mich hier rüber? Hoffentlich. Jawohl. Thank you. Gut, irgendwie verlasse ich diesen Komplex hier mit den Truhen eh nicht, sondern ich denke, da gibt es nur einen Außenweg. Da war irgendwas, ne? Alter, wie geil. Yo, genau. Da ziehen wir uns einfach mal rüber. Also ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, aber das ist doch schon wieder genial, oder?
Wie cool ist das denn eigentlich? Das macht das mit den Wartezeiten wieder wett, wie ich finde. Und dann gibt's hier eine Truhe. Mit dem zweiten Herzteil. Wow, Leute, wir sind fertig. Haha, scheiß auf das Geld da vorne. Ist doch nur Geld. Ja, wahrscheinlich. Wenn das ein Schlüssel ist, dann... ja. Werde ich... das Let's Play beenden. Nein, Spaß. Dann muss ich das halt holen, aber... da ist wahrscheinlich eh nur Geld drin. Wir wissen es ja mittlerweile. Uff, da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich hier hin. Wenn man sich hier genauer umsieht, dann ist da vorne... also das hier ist wieder der Hauptkomplex. Genau, von dort vorne sind wir ja gekommen in den Dungeon. Oh, das wird schlecht enden. Danke! Spast. Habe ich das laut gesagt? Nee. Ja, genau. Genau, da ist nämlich der Final Boss drüben und ich visiere schon wieder die falsche Seite an. Also heute ist wirklich nicht mein Tag. Ich werde euch alle töten. Zack! Wegrasiert! Die Sau! Du musst auch noch dran glauben. Haha! Ciao! What? Wird schon wieder Link. Keine Sorge. Was soll das denn? Warum dreht er sich denn so komisch um? Also Link, das muss aber noch besser werden, wenn du den Bosskampf schaffen willst. Das sage ich dir jetzt schon. Wir sind eh schon wieder bei 28 Minuten oder so. Gut, wenn ich ein bisschen wegschneide, ein bisschen weniger, aber... ja, wir machen das hier schon noch, würde ich sagen. Hier kann man einmal unten reingehen. Oh, da sind wieder gepanzerte Echsen. Das wird lustig. Oh, ob das die klügste Entscheidung meines Lebens war? Na, okay, so schon. Oh, der hat mich verfehlt. Haha, Low IQ. Geld, ja, Geld. Oh, lasst mich. Ich wollte nur die Truhe. Ich lasse euch eh hier in Frieden. Vor euch hin schmoren. Hi, Kollege! Zack! Ich bin friendly. Oder auch nicht. Haha. Wow, das Blankziehen macht aber echt viel Schaden, ne? Also, das ist wirklich... damn! Genau, Link! Ich höre doch die Geisterseele da oben. Frage ist nur, wie kommt man da hoch? Da schaut euch das einfach an. Der überlebt eine Vierer-Kombo und eine Wirbelattacke, stirbt aber durchs Blankziehen instant. Also. Yo. Gutes Geld droppt der Boy. Link, noch eins höher, okay. Mach ich, wenn du willst. Ja, ihr dürft euch gleich verabschieden. Und du auch. Der ging zwar eigentlich voll vorbei, aber das Spiel dachte sich, komm, tun wir ihm den Gefallen. Danke, Spiel. Aber wo ist jetzt die Geisterseele? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Da muss ich ja klettern. Ey. Kann ich mich da nicht so rüber cheaten? Safe, oder? Na gut. Nein! Ah, hart verkackt einfach. Ich wollte die... wow. Nein, das war einfach nur retarded. Nehmt den Sturmbomber, dann geht nicht so ein dummes Risiko ein wie ich.
Macht das bloß nicht so wie ich. Ich hätte mich natürlich auch einfach nicht bewegen können, aber das wäre ja boring. Ja, genau! Die Spinne schiebt mich runter! Also wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, dann wäre die Anzeige wirklich raus gewesen an den Nintendo. Wow, okay, das war eigene Dummheit. Da sage ich ja nichts, aber das mit der Spinne, wenn die... Also, wow, das... Das hätte mir wirklich meinen Lebenssinn genommen, gefühlt. Und können wir das jetzt vielleicht dann bitte schaffen, Link? Das wäre wirklich toll. Ja, mit einer langweilt sich auch schon. Die Zuschauer haben ja auch schon alle vorgespult. Würde ich auch so machen. Wir ziehen uns jetzt mal höher. Leute, zieht euch immer ein bisschen höher. Nicht so wie ich. Ganz unten an diesem... Gewuchere, weil... Gewuchere? Bin ich eigentlich mental down? Und diese Hecke? Ne, das ist auch keine Hecke. Das ist... Oh mein Gott. Oh, mir fällt der Name nicht ein. Efeu? Laub? Pflanzen? Pflanzen ist definitiv ein passender Begriff. Kein wirklich spezifizierender Begriff dafür, aber es ist ein Begriff dafür. Und da sind auch Pflanzen. Überall sind Pflanzen. Und wehe, das funktioniert mit dir jetzt nicht. Tu's nicht, Charlie! Okay. Das hätte wieder leicht eskalieren können. Noch mehr Geld. Oh, alles klar. Das war wirklich alles nur für die Geisterseele. Die hat mich so viel Zeit gekostet. Na gut. Wie viel haben wir von denen eigentlich? 44. Ui, da fehlen aber noch einige. Ach, die Geisterseelen. Die werden noch nervig. Ob ich die wirklich voll mache, ich weiß es nicht. Die Belohnung ist halt wirklich auch retarded, wenn wir ehrlich sind. Mal schauen, ob ich mit denen noch glücklich werde. Also Herzteile auf alle Fälle, aber... Aber... Oh je. Aber mit denen... Mal schauen. Ich schließe es noch nicht aus. Aber falls ich keine Lust dazu habe, werde ich mich auch nicht dazu zwingen. So. Dann sind wir da ja doch angekommen. Oh. Noch nicht ganz. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Oder kann ich die leben lassen? Not so sure about that. Oh, oh, lol. Ich will da rüber. Hey, da war ich aber schon durch. Dann klammel ich mich halt hier ran. Hoffentlich bereue ich es nicht. Stieflein, Stieflein in der Tasche. Mach mich schwerer mit deiner geheimen Masche. Yay, damit stoppt der Ventilator. Cool. Der Propeller. Ventilator. Na gut. Es ist sowohl ein Propeller als auch ein Ventilator. Ist da ein Unterschied? Ein Propeller dreht sich halt. Propellere vorwärts treiben. Vorwärts drücken. Oh mein Gott. Und ein Propeller drückt Luft vorwärts. Und ein Ventilator... Ventus, der Wind, der macht irgendwas mit Wind. Hey, wir haben den Meisterschlüssel, genau. Den Master Key. Damit können wir uns jetzt hier verabschieden. Zack. Und zack. Au. Das sah schmerzhaft aus. Oh, verdammt. Wir müssen den noch einschalten. Und das war ziemlich
Oh oh. Oh oh. Oh nein. Nein. Bitte sag mir, dass es hier irgendwo eine Erhöhung gibt, mit der ich da rankomme. Das, doch, das muss es doch. Nee, muss es nicht unbedingt geben. Alter, bin ich jetzt wirklich so mental down, dass ich verkackt habe? Nein. Nein. Ich muss da nochmal hoch. Wait, 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 wait. Das Spiel denkt immer noch, wir sind von oben gekommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Abgang mache. Alter, bin ich geil! Nicht mit Narzissmus verwechseln, aber das war doch jetzt wirklich der Safe des Jahrtausends. Bevor ich da nochmal hochrenne. Ja, und dann gleich hier wieder anstellen wie ein Vollidiot. Zack. So, wir müssen uns nämlich hier... Das ist eigentlich auch voll tricky. Da habe ich auch lange gehangen. Wir müssen uns hier runterlassen, soweit es geht. Und dann erreicht man hier auch... diesen Schalter. Und damit kann man den Propeller einschalten, oder Ventilator, der dann draußen den Weg zum Boss vorbereitet. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns, bis wir zum Boss kommen. Das ist doch noch ein längerer, naja gut, ein längerer Weg. Vielleicht noch ein Drittel vom Dungeon, wenn überhaupt. Ein Viertel vielleicht eher. Aber der Part ist ja doch schon wieder ziemlich lang geworden. Ihr seht es ja eh. Ich freue mich, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir uns auf den Weg zum Boss machen. Der ist auf jeden Fall ultra awesome. Also, den feiere ich richtig hart. Und auch der Weg dahin ist ziemlich cool. Von dem her freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es weitergeht bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dann und ciao.